Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich den Blackbox Man Adventskalender und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Diesen Adventskalender bekommt man für 89,95 auf der Beauty Love Homepage, wo es auch Pinkbox Adventskalender und so weiter und so fort gibt, den Brigitte Box Adventskalender und so. Verlinke ich dir mal unten in der Infobox. Ich habe den jetzt so gekauft. Ich konnte auch den mit einem Pre-Sale Early Bird 20% Rabatt shoppen. Ich glaube jetzt aktuell ist Herbst 18, 18% Rabatt quasi auf den Adventskalender. Ist ein Männer-Adventskalender. Sieht extrem schön aus. Also darüber möchte ich ganz kurz reden. Ich liebe dieses. Ich weiß nicht, ob das schwarz oder ganz dunkelbraun ist, zusammen mit dem Gold. Ich finde das wunderschön und ich habe eben auch meinen Freund gefragt und er sagte, ja, also von der Optik her findet er den auf jeden Fall schön. Und jetzt gucken wir mal rein und schauen, ob der Inhalt sich wirklich lohnt und ob wirklich 270 Euro Warenwert drin sein werden. Wir haben sogar so eine Art Holzmarmorierung da vorne drauf. Sieht man das? Finde ich richtig schön. Ja, es geht schon mal gut los. In der Nummer 1 haben wir eine sackenteure Marke und zwar ist es die Marke Avant. Wow. Das ist eine 8-Hour Radiant Renewal Sleeping Mask. Kann man einfach auch als Nachtcreme verwenden. 50 Milliliter und ich glaube allein dieses Produkt hat schon einen Wert von ungefähr, keine Ahnung, 70, 80 Euro oder 100 Euro oder so. Richtig hochpreisig. Avant ist eine Marke. Mir persönlich kommen die Produkte nur durch Adventskalender und durch Beautyboxen in die Hände. Oh, guck mal, da steht was drauf. Und zwar, it will be fun, they said. Es wird witzig, sagten sie. Wow, die Nummer 2 ist richtig schwer. This the season for a reason. Tis the reason for a reason. Okay, ja, da stehen einfach Sprüche auf Englisch drauf. Hier ist ein großes Produkt drin. Und zwar von Vasenol Intensive Rescue Body Lotion für sehr trockene Haut. Pflegt und repariert ab der ersten Anwendung. Parfümfrei und so weiter und so fort. 200 Milliliter. Also beide Produkte, die ich jetzt hier rausgezogen habe, sind Produkte, wo ich sage, ja gut, kannst du halt auch als Frau verwenden, ne? Natürlich ist die Nummer 3 auch mit dabei. Wow, Gin. 5 Zentiliter The Illusionist Dry Gin, 45% Alkohol. Krass, schöne Flasche, kann man nicht anders sagen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Milliliter 5 Zentiliter sind. Wahrscheinlich 50, hätte ich jetzt mal so gesagt. Cool. Hör mal, wer zum Geier ist eigentlich dieser Last Christmas? Entschuldigung. Das finde ich witzig. Ich liebe diesen rheinländischen Humor und ich liebe es, wenn Leute rheinländisch reden. Deswegen liebe Grüße gehen raus an Miss Curly Jen, ich lieb's. Hier haben wir jetzt das erste Produkt, was wahrscheinlich so ein bisschen dufttechnisch männermäßig wäre von Hydrofugal. Starker Schutz, Men, frisch und stark, erfrischender Duft, langanhaltend, frisch und trocken, antitranspirant mit 35 Millilitern. Und das ist ganz ehrlich gesagt auch das erste Produkt aus diesem Adventskalender, wo mein Freund sich wirklich drüber freuen würde. Er wüsste nicht, was er mit einer Nachtcreme machen sollte. Er verwendet keine Bodylotion, weil seine Haut einfach perfekt ist. Wirklich, er trinkt keinen Alkohol, aber ein Deo verwendet er. Der Tag vor Nikolaus. Der 5. Dezember steht vor der Tür und hier haben wir etwas für die Haare drin. Und zwar von American Crew, die Forming Cream, Medium Hold and Shine. 50 Gramm sind hier drin enthalten. Das ist dann wahrscheinlich sowohl für die Haare als auch für die Barthaare. Und ja, ne, sowas darf auch meiner Meinung nach in einem Männer-Adventskalender nicht wirklich fehlen. Denn die haben ja 24 Möglichkeiten, da unterschiedliche Produkte reinzupacken, um das mal so zu sagen. Und nicht alle Männer haben Haare auf dem Kopf oder im Gesicht oder sonst irgendwo. Mein Freund hat auch nur 3 mm auf dem Kopf, also der wird es nicht brauchen und er muss seinen Bart auch nicht stylen. Einfach mal so, ne? Weil dafür ist er auch nicht lang genug. Und deswegen. Aber es gibt durchaus Männer, die sich darüber freuen werden. Ho, ho, ho. Hier haben wir auch tatsächlich schon den 6. Dezember, also Nikolaustag. Und hier haben wir doch bestimmt ein Parfum oder sowas drin. Nee, ein Rasierer. Das ist richtig cool. Aber da weiß ich auch tatsächlich schon, wer den in seinen Adventskalender bekommt, denn der Lebensgefährte von der Mutter von meinem Freund, also quasi mein Stiefschwiegerfreund in Spee, irgendwie so, hat sich von mir einen Rasierer in seinem Adventskalender gewünscht und den wird er auch bekommen. King C. Gillette, Boston, established 1901, Double Edge Safety Razor, entwickelt zum Konturieren mit geschlossenem Kamm, verchromte Oberfläche und ja, das ist scheinbar ein 5-Klingen-Rasierer. Sehr, sehr interessant, oder? Den will ich mir jetzt aber mal angucken. Richtig geil. Da hast du
scheinbar hier unten auch Ersatzklingen mit drin. Hammer. Und das ist so ein Rasurhobel. Also ich persönlich könnte damit im Leben nicht umgehen. Aber ich glaube, er wird sich drüber freuen. Das ist mal ein richtiges Highlight. Es sei denn, mein Freund sagt, nee, ich will den unbedingt haben und hab Mumm, den zu verwenden. Ich hätte da Schiss vor. Er hat immer Vorrang. Immer. Die Nummer 7. Wenn dich jemand fragt, wo deine Weihnachtsstimmung bleibt und du auf die Minibar zeigst. Okay, jetzt muss ich echt aufhören, diese Sprüche vorzulesen, weil ich will euch nicht wirklich... Ich spoilere euch hier ja schon mit dem Video und dann lasse ich euch die Sprüche noch. Trussardi, Riflesso, Blue Vibe, Eau de Toilette, 10 ml. Sehr, sehr schön. Das finde ich klasse. Ich mag das auch, wenn wir so Miniaturen drin haben, ne? Dass Mann mit Doppel-N das halt in dem Sinne auch mal ausprobieren kann. Schön, hier haben wir sogar einen Sprayer mit drin. Ich stehe drauf. Nee, finde ich richtig klasse. Mein Freund ist immer sehr interessiert, wenn ich ihm da neue Parfums auch zeige, aber letztendlich greift er immer zu seinem Boss Bottled, was ich ihm vor Ewigkeiten mal geschenkt habe. Ist garantiert schon 3 Jahre her. Ich meine, er hat auch schon wieder neue Flaschen und so von mir gekriegt, ne? Aber da greift er immer darauf zurück. Immer. Es tut mir sehr leid, aber mein Hintern ist eingeschlafen, deswegen rutsche ich hier so ein bisschen rum. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Und hier haben wir drin Dr. Severin Blackhead Remover. Das ist ein Set mit 10 Peel-Off-Masken, befreit die Haut von Mitessern durch eine porentiefe Reinigung. Das ist ziemlich cool, dass wir halt vor allem so ein richtiges Maskenset hier drin haben, ne? Und ich finde auch gerade bei Männern, dass da einfach mehr Mitesser zu sehen sind, weil die sich einfach weniger drum kümmern. So, jetzt ist es raus. Deswegen ist es im Männer-Adventskalender auch echt gut aufgehoben. Ich persönlich mag keine Peel-Off-Masken. Da bin ich einfach zu sensibel, beziehungsweise meine Haut ist zu sensibel. Und ich glaube, mein Freund wird es auch nicht verwenden. Und ich glaube, bei Männern, oh, wenn die da diese feinen Gesichtshärchen haben und dann noch eine Peel-Off-Maske, das tut mir jetzt schon halbwegs leid, ne? Aber irgendwie cool. Die Nummer 9 darf machen, dass wir uns freuen. Natürlich darf auch was zu essen nicht fehlen. Low Sugar Pocket Double Chocolate. Ja, ich mag sowas, ne? Also das ist voll mein Ding. Das ist einfach so ein Riegel. Und ich esse mir sowas. Das ist ein schönes Frühstück meiner Meinung nach. Ja, aber mein Freund mag sowas gar nicht. Also diese Proteinviecher ist nicht so seine Welt. Aber für mich ist das was. 80 Gramm scheinen hier drin zu sein. Und den Gutscheincode habt ihr gerade wahrscheinlich auch schon gesehen. Ja, die Nummer 10 enthält auch wieder einen sehr witzigen Spruch obendrauf. Ja, hier haben wir ein Sportgel Hot von Sport Levit. Warming Effects 6. Wow. Brenn für den Erfolg. Stand the Heat. Alter Schwede. Sag ich euch, Leute. 75 ml sind hier drin enthalten. Ich habe einmal sowas gehabt und dann auch tatsächlich meinem Freund mal auf den Rücken geschmiert. Es war nicht nett. Nein. Sowohl für meine Hände als auch für seinen Rücken war das echt schmerzhaft. Deswegen, das hier wird nicht in unserem Haushalt bleiben. 11, 11, bring me to heaven. Mal gucken, was hier drin versteckt ist. Nein, wie geil. Das finde ich toll. Oh, das ist jetzt aber meiner, weil meiner ist hinüber. Ja gut, ich teile den dann doch vielleicht mit meinem Freund. Er wird sich darüber freuen. Denn sowohl er als auch ich wie ich, wir haben beide so einen Nagelclipser, der echt furchtbar ist. Und hier habe ich, also wir haben noch einmal unterschiedliche, aber der ist sehr schwer. Der scheint sehr hochwertig zu sein von Parsamen. Nagelknipser finde ich geil. Das finde ich richtig super. Muss ich wirklich, also das passt gerade wie Faust auf Auge. Denn ich wollte letztens mir einen neuen kaufen, ne? Und ja, kannst du doch auch für Frauenfinger nehmen. Ich meine, der ist gerade und nicht so rund, ne? Also hier steht es auch extra straight. Aber ich klipse mir die Nägel immer hier ab und dann feile ich mir die eh. Also von daher, ich glaube, das ist geil. Cool. Ja, ja, als Mann hat man das schon schwer bei mir, ne? Denn wenn ich einen Männer-Adventskalender auspacke, dann mache ich mir Gedanken darüber, wie ich persönlich das Produkt verwenden kann. Läuft. Wir sind bei der Halbzeit, die Nummer 12. Hier haben wir eine schöne Tube drin von Camille, eine Handcreme. Hier steht ein Men drauf, tatsächlich für Männer. Richtig witzig. Schnell einziehende Pflege für Männerhände. Das ist das, was Männern auch sehr wichtig ist, aber es ist auch Frauen sehr wichtig, ehrlich gesagt, ne? 75 ml sind hier drin enthalten. Ich finde es super, wirklich. Ich feiere das. Camille ist so eine ganz klassische Handcreme-Marke. Dass die jetzt auch noch für Männer was haben, was schnell einzieht. Männer haben immer so raue Hände, ne? Die arbeiten so viel damit. Ich arbeite auch viel mit meinen Händen. Ich meine, man sieht es meinen Händen auch echt immer an. Gerade meiner Nagelhaut sieht man das auch gerne mal an. Und da hilft auch nichts, ne? Wirklich, oh mein Gott, ich knibbel so viel. Aber das finde ich ultimativ gut. Auch wenn es eine Handcreme ist. Ich feiere die. Die Nummer 13. Es rollt und rollt und rollt. Was ist denn hier drin? Hydro Nature von Alverde. Eine 24 Stunden
ein 24-Stunden-Feuchtigkeitsserum. Okay, oh mein Gott. 50 Milliliter. Ja, normalerweise verwendet man ein Serum unter einer Gesichtscreme. Ich muss gestehen, ich bin froh, wenn mein Freund eins von beiden verwendet. Serum oder Creme oder irgendwas. Deswegen, ne, ist doch schön. Oha, die Nummer 14, die ist auch wieder so schön. Ich mag dieses, ne, das Muster ist echt hübsch. Hier habe ich drin von Naturbell Bees Nature, okay, mit Honig, Manuka Honig Gums mit Vitamin C. Okay, das sind Kaugummis, nein, das sind wahrscheinlich einfach irgendwelche 75 Gramm sind die drin, ja. Wahrscheinlich sind das einfach irgendwelche, ja, was man halt so essen kann. Finde ich gut, ich mag Honig und das ist nicht günstig, ne? Manuka Honig ist sehr, sehr teuer und das als Kaubonbon mag ich, esse ich. Mops ich meinen Freund. Die Nummer 15 fühlt sich an, als wäre gar nichts drin. Ich hoffe, da ist nicht irgendwie ein Gutschein oder sowas drin. Nee, es ist eine Maske. Sehr geil. Hydro Power Maske von Chelms Men. 48 Stunden Feuchtigkeit. Erfrischt und revitalisiert mit Soforteffekt. Hypoallergen. Bäm. Ja, zwei Stück sind hier quasi drin. Also 2x5 Milliliter. Zwei Sachets quasi oben und unten. Super. Super, super, super klasse. Holla, die Waldfee, die Nummer 16 ist ganz schön schwer. Wir haben hier ein Parfüm drin. Richtig geil. S. Oliver Black Label Men Eau Légère 30 Milliliter. Das ist ein Eau de Toilette. S. Oliver hat ja meistens so etwas sportlichere Düfte, ne? Und das könnte meinem Freund gefallen. Aber wie gesagt, er hat ja seinen Boss bottelt, was er heiß und er nicht liebt. Und deswegen wird das hier dann demnächst weiterwandern zu einem der Männer in meiner Umgebung, den ich auch Adventskalender packe. Mal gucken, ob man da irgendwas draus riechen kann. Ich bin ja neugierig. Es riecht halt ganz dezent männlich heraus, also herber, ne? Aber kann man natürlich auch nicht so viel zu sagen, weil ich es jetzt natürlich nicht gesprüht habe und so. Aber ich vertraue dem Ganzen mal. Es ist wahrscheinlich einfach ein ganz angenehmes, wohlduftendes Parfum, was wahrscheinlich nicht Ewigkeiten lange auf der Haut halten wird vom Duft her. Aber trotzdem überlege ich mal. Einfach in der Nummer 16 drin, finde ich gut. Weiter geht es mit der Nummer 17, die auch sehr, sehr leicht ist. Und hier haben wir Blasenpflaster drin. Ja, das ist auch so ein Ding, ne? Mag ich nicht so gerne in Beautyboxen, aber wenn man es hat, ist man irgendwie dann doch relativ froh drum. Ja, Compete Blasenpflaster und zwar, ja, 6 Stück sind da drin. Die sind halt so für, wie nennt man das denn hier? Keine Ahnung, für da, an dem Fußballen halt, sieht man ja, ne? Also, ist ganz, ganz praktisch schon, aber brauche ich jetzt nicht unbedingt im Adventskalender. Aber es ist halt schwierig, da auch coole Produkte reinzupacken. Deswegen, Männer freuen sich da vielleicht dann doch ein bisschen drüber. Vielleicht. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Der 18. Dezember ist jetzt hier. Das ist schon wieder Stoff. Eieieiei, aber das ist natürlich witzig. Gordon's Premium Pink Distilled Gin. Warum sollen Männer so viel Gin trinken? Ich verstehe es nicht. 5 Zentiliter, also wieder 50 Milliliter wahrscheinlich. Freut sich da ein Mann drüber? Weiß ich nicht. Muss ich ehrlich gestehen. Also, wie gesagt, mein Freund ist eher so der Whisky-Typ, aber nicht jeder mag Whisky. Ist Gin aktuell so in? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, weil, wie gesagt, wir trinken nicht wirklich viel Alkohol. Und ich habe jetzt hier einen Rumtopf angesetzt. Ja, den werde ich auch vernichten, zusammen mit meinen Mädels und meiner Familie. Gerne. Aber ist Gin gerade so ein Innengetränk? Ich weiß es nicht. Darauf habe ich mich eben schon die ganze Zeit gefreut. Die Nummer 19 ist riesig und die ist auch echt schwer. Da ist bestimmt auch wieder eine Full-Size drin. Oder was ist das? Ist das Kaffee? Ja, so ähnlich, ne? Geil. Melitta Typ Capo Plus Classic. Cappuccino Classic Plus Protein. Keine Ahnung, 20% Proteingehalt. Das finde ich so witzig. 130 Milliliter reinmachen. 250 Gramm. Das ist ja witzig. Also Männer sind jetzt meiner Meinung nach nicht eher, also nicht so die Cappuccino-Trinker, das ist eher was für die Mädels, ne? Also meine Mom hat sowas gerne getrunken. Ich weiß auch, wenn wir auf Arbeit so einen Kaffeevollautomaten hatten, da haben sich Kerle nie einen Cappuccino gezogen. Nee, eigentlich nicht. Aber gut, ja, haben wir jetzt hier drin, habe ich jetzt hier zu Hause und werden wir dann demnächst, wenn Besuch ist, Daten bieten können. Ist so ein Pulver halt, ne? Kannst du einrühren. Das ist auch witzig. Die Nummer 20... Ich komme immer noch nicht über den Cappuccino hinweg. Cos Nature Men. Faltenglätter, Creme, Hopfen, Haut ab 30, straffende Gesichtspflege. Ja, kann man auf jeden Fall gut gebrauchen. 50 Milliliter, ein veganes Produkt, hatte ich auch irgendwann letztens mal in der Beautybox mit drin. Und da hatte mein Freund auch überlegt, das zu nehmen. Aber ich habe das letztendlich in einen anderen Adventskalender tatsächlich reingepackt. Weil ich ihm gesagt habe, Schätzelein, du hast da noch eine Gesichtscreme stehen. Die mach erstmal leer, dann kriegst du Nachschub von
mir. Ne? Aber finde ich cool. Finde ich echt cool. Wir sind auch jetzt nicht so überladen, was Gesichtsprodukte angeht. Ne? Das ist wirklich alles sehr, sehr ausgewogen hier. Dann schauen wir mal, was die 21 uns jetzt bringen wird. Ein Tübchen, und zwar Bulldog. Ja gut, das ist jetzt nochmal direkt hinterher eine Gesichtsgeschichte. Ich erzähle was von ausgewogen. Jetzt kommt noch eine Originalfeuchtigkeitscreme. Naja, 30 ml sind hier drin enthalten. Man's Best Friend. Da hätte man so ein bisschen eine andere Verteilung reinbringen können, ne? Aber Bulldog ist eine Marke, die mag mein Freund auch gerne riechen. Also da hatte der auch schon das ein oder andere Produkt von. Endspurt, die Nummer 22. Hier haben wir auch wieder ein Tübchen drin. Noch was fürs Gesicht. Echt blöd verteilt. Blemish Control von Sukin, Clearing Facial Wash, parabenfrei und so weiter und so fort. Blemish Prone Skin Types, also quasi wenn du halt so ja, 20 ml, wenn du dazu neigst, Hautunreinheiten zu haben. Ja, eine Gesichtsreinigung hatten wir noch nicht in dem Adventskalender. Ich finde es auch cool, dass es per se drin ist, ne? Aber wir haben jetzt wirklich hintereinander drei Gesichtsprodukte drin gehabt. Dann schauen wir mal, ob die Nummer 23 aus diesem Schema ausbrechen möchte. Der Tag vor Heiligabend. Naja, nee, da ist was Klassisches drin. Vor Heiligabend sollte man nochmal duschen, ne? Von Molten Brown mit Orange und Bergamotte. Geile Geruchsrichtung tatsächlich. 50 ml sind hier drin enthalten. Und ja, das sind ja ne, sehr hochwertige Geschichten. Also von daher praktisch. Dann kommt der Mann frisch geduscht. Heiligabend. An. Und dann schauen wir mal, was Heiligabend drin ist. Last Chance, lighten up, it's Christmas, my dear. Okay, ja, das ist schon mal eine sehr schöne Botschaft und auch ein sehr schönes Verpackungsdesign. Ey, wir haben hier noch ein Parfum drin. Krass. Das finde ich echt krass. Baldessarini, Cool Force, Sport, Eau de Toilette, 30 ml sind hier drin. Das lasse ich auch mal zu, weil ich meine, mein Freund hat das da oder ich hatte ihm schon mal eine Probe davon gegeben. Das wird definitiv weiter wandern. Hammergeil, dass hier einfach zwei komplette Parfums drin sind und dann noch eine Miniatur mit 10 ml. Aber beim Fazit, da kommen wir gleich zu, ne? Da werde ich nochmal drauf eingehen. Aber das ist ein schönes Weihnachtsgeschenk. Also Fazit, ne? Da hat wirklich, also ich muss mich sammeln. Also ja, Beauty Love hat dafür auch 89,95 veranschlagt. Das heißt, wir haben hier auch wirklich einen relativ hohen Preis bezahlt. Wir haben ein bisschen mehr bezahlt, als wir auch für den Biotherm Adventskalender zum Beispiel bezahlen. Aber wir haben hier nicht nur Duschgel oder nur irgendwelche Körperprodukte drin, sondern wir haben hier schon eine geile Mischung, die ein bisschen merkwürdig verteilt ist, muss ich sagen. Aber wir haben richtig coole Produkte hier drin, auch außergewöhnliche Produkte. Wahrscheinlich kann Mann mit Doppel-N oder will Mann mit Doppel-N nicht jedes dieser Produkte unbedingt verwenden. Muss ich ehrlich sagen, meiner jedenfalls. Ne? Oder bei mir in der Familie wüsste ich auch nicht, ob ich da einen hätte, der sagen würde, ich würde jedes einzelne Produkt davon feiern. Na, ich weiß nicht. Weiß ich wirklich nicht. Allein der Gin ist ja schon mal so eine kleine Geschichte, ne? Aber egal. Ich finde den trotzdem ziemlich cool. Und ich glaube auch, dass wenn man den Adventskalender für seinen Mann kauft, man dem Mann damit eine richtige Freude machen wird. Wenn das einer ist, der auch Bock auf Pflege hat. Wenn man so einen Pflegemuffel zu Hause sitzen hat, dann wird man aber auch als Frau niemals auf, oder als Mann, ne, niemals auf die Idee kommen, dieser Person einen Pflege-Adventskalender zu schenken. Müssen wir auch mal ehrlich sein. Ich finde es aber ehrlich gesagt ziemlich gut gelöst von der Blackbox Men bzw. von dem Beauty Love Team, ne, um das mal so auf den Punkt zu bringen, weil guter Mix. So, schreibt mir gerne eure Meinung unten in die Kommentare. Man kann sich zum Beispiel auch den Adventskalender kaufen und wenn man hier weiß, dass der Mann jetzt keine Peel-Off-Masken mag oder sonst irgendwas, das vielleicht ersetzen mit Süßigkeiten oder sonst irgendwas, ne? Ja, und das war's hier von mir. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!